Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Verrücktes Recht, lustige Gesetze und Urteile. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, bei den skurrilsten Gesetzen, die es überhaupt so gibt. Wir fangen diesmal in Tucson an, im Bundesstaat Arizona der USA. Und da ist es Frauen verboten, Unterhosen jeglicher Art zu tragen. Ich muss dazu sagen, das gilt nicht für dieses Gesetz, sondern für alle folgenden. Es ist schwer zu ergründen, warum, ja, diese Gesetze manchmal verabschiedet wurden, warum sie heute noch existieren. Die, die nicht mehr existieren, sind natürlich herausgenommen. Meistens hatten die irgendwann mal eine Bedeutung gehabt oder es beruhen auf einem seltsamen Rechtsstreit und sind einfach vergessen worden, quasi dann hinterher wieder zu löschen. Wahrscheinlich ist das bei diesem Gesetz hier genauso, auch wenn ich nicht die Idee habe, warum es vielleicht damals irgendwo ein Problem gegeben haben könnte, wenn Frauen Unterhosen getragen hätten. Wer da eine Idee hat, gerne kann der mir die in den Kommentaren sagen. Ich habe da ein bisschen drüber nachgegrübelt. Mir ist jetzt nichts Plausibles eingefallen. Dann geht's nach New York. Und zwar wieder natürlich in den USA. Und das ist Frauen verboten, in der Öffentlichkeit zu rauchen. Klingt erstmal jetzt für uns Deutsche ein bisschen komisch, allgemein für Europäer. Aber in den USA ist es tatsächlich insgesamt eher selten und ungern gesehen, wenn jemand in der Öffentlichkeit raucht. Daher ist das Gesetz für uns vielleicht sehr skurril, aber für die USA durchaus dann plausibel. Etwas seltsamer geht es in Norfolk zu, im Bundesstaat Virginia der USA, denn da müssen alle Frauen in der Öffentlichkeit ein Korsett tragen. Das gibt es natürlich heute nicht, also das Gesetz gibt es noch, aber es wird heute höchstwahrscheinlich nicht vollstreckt. Aber früher gab es sogar den Beruf des Korsettinspektors, der überprüft hat, ob sich daran gehalten wurde. Im Bundesstaat Arkansas in den USA dürfen Männer ihre Frauen einmal pro Monat schlagen. Wie auch immer das zu dokumentieren ist, höchstwahrscheinlich wird er dann immer Wort gegen Wort stehen. Im Bundesstaat Florida in den USA dürfen Männer nicht mit einer sichtbaren Erektion in die Öffentlichkeit. Ja, also muss man entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entweder man hat kein Problem in diesem Bereich oder aber man muss natürlich entsprechende Kleidung wählen, wo es nicht auffällt. Im Bundesstaat Oklahoma in den USA wird Oralsex mit 1 Jahr Haft bestraft. Ja, dieses Thema Sexualität in den USA, das ist ja auch sehr, sehr vielfältig. In jedem Bundesstaat gelten ein paar andere Gesetze und das, was manch einen für, ich sag mal, normal erscheint, ist dort halt teilweise verboten, auch wenn ich nicht glaube, dass dieses Gesetz heute noch vollstreckt werden wird. In Deutschland haftet der Eigentümer eines Hundes, wenn dieser das Gebiss eines anderen beschädigt. Ja, dazu gibt es extra ein Urteil, wurde tatsächlich so gefällt, weil die Frage war, was ist denn jetzt mit dem Gebiss? Denn ein Hund hat es nämlich zerstört gehabt. Ist auch klar, dass der Eigentümer des Hundes dann haften muss. Also an sich nicht so seltsam. Aber dass es explizit dazu ein Urteil gab, fand ich schon ganz interessant. Im Bundesstaat North Carolina in den USA ist es verboten, in der Nähe einer Leiche zu fluchen. Finde ich auch ganz spannend. Was ist, wenn man nicht weiß, dass eine Leiche vergraben ist? Sind ja nicht alle auf dem Friedhof zwingendermaßen. Muss man eigentlich mal Gedanken drüber machen. Aber auch hier wird höchstwahrscheinlich, da wo kein Kläger, da kein Richter ist, wird höchstwahrscheinlich nicht vollstreckt werden. In der Schweiz gilt, genauso wie in Deutschland, an sogenannten ruhigen Feiertagen wie Weihnachten, Frohen Leichnam und so weiter, ein striktes Tanzverbot. Also an den Tagen ist Tanzen nicht gestattet. Klar, wenn man es zu Hause macht, wird das niemanden aufstoßen, aber in der Öffentlichkeit oder an öffentlichen Plätzen und Räumen sollte man es vermeiden. Gilt halt quasi als pietätlos und geht halt auf die christliche Mythologie zurück. In der Stadt Omaha, im Bundesstaat Nebraska der USA, ist es Friseuren verboten, einem Mann die Brust zu rasieren. Auch spannend. Habe auch noch nie einen gehört, der zu mir sagte: Boah, ich muss mal wieder zum Friseur. Echt? Wieso? Dein Haar sieht gut aus. Ja, aber auf der Brust, ne? Aber okay. Es ist halt dort verboten, wer weiß warum. In Racine, im Bundesstaat Wisconsin der USA, ist verboten, einen schlafenden Feuerwehrmann zu wecken. Das finde ich auch ganz niedlich und ganz süß. Ich kann mir nur vorstellen, dass es mal so entstanden ist, dass tatsächlich mal ein Feuerwehrmann eine Connection zu einem entsprechenden Abgeordneten hatte in der Stadt und mit seinem Einfluss dann gesagt hat, ja, ich möchte nicht, dass das wieder passiert, mach mal ein Gesetz dagegen.
In Harter Home, im Bundesstaat Oklahoma der USA, ist verboten, hypnotisierte Personen in ein Schaufenster zu stellen. Also mit denen kann man anscheinend machen, was man möchte mit den Hypnotisieren, aber wie man stellt sie in ein Schaufenster. Das ist ein, ich weiß nicht, das ist einfach nur so skurril. Wenn man den quasi, wenn es klappt und dann quasi zur Sklavenarbeit zwingt, scheint das wohl okay zu sein, aber im Schaufenster, das geht nun mal gar nicht. Ich behaupte mal, man hat hier Angst gehabt, dass man den Hypnotisierten dann mit einem Mannequin verwechselt. Ich weiß es wirklich nicht. In Inglis, im Bundesstaat Florida der USA, ist sowohl dem Teufel als auch Dämonen der Zutritt per Gesetz verboten. Also, da kann nichts schief gehen. Wer Angst davor hat, der geht dahin. Das Recht wird schon dafür sorgen, dass der Teufel oder Dämonen einen nicht verfolgen. Praktisch oder interessant wird's, wenn doch mal irgendwo der Beweis kommt, dass es sowas geben sollte, also Teufel und oder Dämonen. Ja, was dann passiert, wenn jemand dort Zuflucht sucht. Im Bundesstaat Minnesota der USA ist sowohl die Ein- als auch Ausreise mit einem Huhn auf dem Kopf verboten. Also, wenn ihr dort mal rein wollt und habt euren Huhn dabei, denkt dran, lasst es nicht auf dem Kopf, wie ihr sonst immer tragt, haha, sondern nehmt es auch einfach auf den Arm, bis ihr rein oder rausgereist seid. Aber auch hier fragt man sich, wie kommt man auf die Idee? Ist da ehrlich einer mit dem Huhn auf dem Kopf reingelaufen? Und wenn ja, wen juckt's? Warum hat das jemanden gestört? Warum wurde gesagt, wir brauchen dagegen Gesetz? Das geht so nicht. Ganz seltsam. Im Bundesstaat Arizona der USA ist es verboten, Kamele zu jagen. Ja, ist jetzt nicht so seltsam, außer dass die nicht so toll und so oft dort vorkommen. Aber Fun Fact am Rande: Das echte Kamel ist tatsächlich so gut wie im Aussterben bedroht. Das sind in Freiheit lebende. Allerdings sind die dort eh nicht vorhanden in dem Sinn. In Wilbur, im Bundesstaat Washington der USA, ist es verboten, auf hässlichen Pferden zu reiten. Und auch hier stellt man sich wieder die Frage: Warum? Wen kümmert's? Wer hat sich irgendwann mal gedacht, boah, also dass hier so viele hässliche Pferde in der Stadt rumlaufen, das geht nun mal gar nicht. Wir brauchen dagegen Gesetz. Muss irgendein mal gegeben haben, sonst gäbe es dieses Gesetz nicht. Und die zweite Frage, die sich stellt: Wie ist hässlich zu definieren? Schön und hässlich sind sehr, sehr subjektive Begriffe. Vor allem denke ich auch bei einem Pferd. Bei einem Menschen mag das wohl ja noch einigermaßen gehen. Da hat sich mal jemand an die sogenannte Bilateralitätsthese gewagt. Das heißt, gesagt, wir Menschen sind bilaterale Wesen und wenn wir nach außen bilateral, also auf beiden Körperhälften sozusagen identisch aussehen, dann gelten wir als schön. Außer ein paar kleine Ausnahmen wie ein Schönheitszweck oder sowas, aber allgemein, wenn es gleich aussieht, ist es schön. Das passt auch sehr gut zu einer sogenannten gesunden Naturthese. Eine gesunde Natur folgt immer irgendeinen einheitlichen wiederkehrenden Muster. Blätter sind entweder radial angeordnet oder links und rechts wechselseitig. Und alles, was quasi so einer gewissen Ordnung folgt, empfindet man als gesund. Und das sagt unser Körper automatisch, dass wir das schön finden, weil es gesund ist. Aber das führt jetzt schon wieder in die wissenschaftliche, da wollte ich jetzt gar nicht so sehr rein, aber da frage ich mich, was setzt man hier da an? Gut, machen wir weiter. In normal, ja, wahrscheinlich Englisch normal. Im Bundesstaat Illinois der USA ist verboten, Hunden Grimassen zu schneiden. Höchstwahrscheinlich, weil man die dann erschrecken kann. Fragt sich natürlich, wie wird das bestraft? Und wie wird das bewiesen? Außer vielleicht mit einem Video. In Albany, im Bundesstaat New York der USA, ist es verboten, auf der Straße zu golfen. Interessant, dass es dafür ein Gesetz braucht. Was schließen wir daraus mit unseren deduktiven Fähigkeiten? Genau, irgendwann muss das einer mal gemacht haben und gesagt, naja, lieber Polizist, ich golfe jetzt weiter, ist ja nicht verboten. Ja, und dann hat man bestimmt gesagt, okay, dann gibt es halt dagegen jetzt ein Gesetz. Denn grundsätzlich gilt bei Menschen leider folgende Regel: Wenn es nicht verboten ist, dann ist es für die meisten erlaubt. Und höchstwahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass selbst wenn Töten nicht verboten wäre, einige auf die Idee kommen würden, naja, ist ja okay. Und daher muss man wohl immer oft mit Gesetzen arbeiten. Ist zwar schade, aber das hängt damit zusammen. Im Bundesstaat Kalifornien, den USA, ist das Anbauen von Gemüse auf Friedhöfen verboten. Auch hier möchte man denken, dass er schließt sich, sofern man das quasi im Bereich der Gräber macht, bei den Klostern, wo es quasi einen eigenen Garten gibt, ist das vielleicht ein bisschen anders gesehen, aber dann ist eigentlich der Friedhof räumlich getrennt. Ja, wer kommt eigentlich auf die Idee? Gut, man kann sagen, der Boden ist gut gedüngt, wenn da jemand drunter liegt, der da langsam seine Nährstoffe abgibt.
Aber irgendwer muss das wohl mal gemacht haben. Oder vielleicht ist es so eine schönere These, aber vielleicht war es der letzte Wunsch von dem Verstorbenen. Ich sage jetzt mal, Oma, die eine tolle Gärtnerin war, hatte gesagt, ja, auf mein Grab möchte ich als letzten Wunsch, dass ihr meine ganz seltene Tomatensorte anbaut und immer an mich denkt, wenn ihr sie dann esst. So kann es durchaus geben, ist plausibel. Und vielleicht war das dann aber natürlich zu pietätlos für alle anderen Besucher und man hat das verboten. Das wäre sogar noch plausibel. Im Bundesstaat Arizona der USA ist es verboten, Kakteen zu fällen. Klingt jetzt erstmal komisch, tatsächlich aber gibt es da einige Arten, die sehr, sehr selten sind und deswegen hat man so ein Verbot gestellt, aber auf den ersten Blick klingt die Idee nicht clever, dass man Kakteen fällt. Im Bundesstaat New York der USA können Selbstmörder, die vom Gebäude springen, zum Tode verurteilt werden. Ja, gut. Das Gesetz zielt wahrscheinlich darauf ab, dass man, falls derjenige überlebt, quasi ihn damit bestrafen darf, dass man ihn tötet. Aber ganz ehrlich, das weist einige Logikfehler auf. Erstens, in dem Moment, wo er das tut, also dieses Gesetz übertritt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, sehr, 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 sehr hoch. Es sei denn, er hat sich ein sehr kleines Gebäude gewählt und kommt günstig auf. Aber es gibt schon Leute, die bei 10 cm stolpern, ungünstig auf den Kopf gelandet und dabei verstorben sind. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich nicht möglich sein, bei den meisten das Urteil zu fällen, ehe der Rezipient tot ist. Die zweite Sache ist halt die, wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass jemand überlebt und dann dafür hingerichtet wird, dass er versucht hat, sich umzubringen, dann ist das technisch gesehen keine Strafe mehr, sondern die Erfüllung eines Wunsches, wenn man so möchte. Also ich will da jetzt gar nicht philosophisch darüber diskutieren, was richtig und falsch ist, aber rein von der Logik her ist das Gesetz massiv obsolet. In Pocatello, im Bundesstaat Idaho der USA, dürfen nur dann Waffen in der Öffentlichkeit getragen werden, wenn die so gut sichtbar sind. Also, wer eine Pistolenbuchse hat, ist es nicht geil, aber schön in der Hand halten oder am Gürtel festbinden, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und ja, Punkt. In Tylertown, im Bundesstaat Mississippi der USA, ist verboten, sich auf der Hauptstraße zu rasieren. Auf Nebenstraßen ist es wohl erlaubt, aber auf der Hauptstraße nicht. Und auch hier würde ich mir wünschen, ich wäre dabei gewesen oder hätte ein Schriftstück gefunden, wann das Gesetz und wozu das Gesetz eigentlich erlassen wurde und was eigentlich wieder der Grund ist, der dahinter steht. Weil, wenn man das tatsächlich tut, klar, wenn man sich mitten auf eine Straße stellt, dann steht man da im Weg, keine Frage, und ist eine Gefahr für sich und andere. Aber ob ich mich dabei rasiere oder nicht, das macht ja doch wohl keinen Unterschied. In Milwaukee, im Bundesstaat Wisconsin der USA, darf an einer Straße maximal 2 Stunden geparkt werden, es sei denn, ein Pferd ist an der Stoßstange befestigt. Wer also gerne länger parken möchte, möge bitte ein Pferd festnehmen und es schön festbinden. In Großbritannien ist das Taxifahren verboten, während des Dienstes das Fahrzeug zu verlassen, ausgenommen, es befindet sich nicht auf öffentlichen Straßen. Das Gesetz gilt wohl tatsächlich heute noch. Ist aber ein bisschen komisch, weil ich dachte tatsächlich, dass auch die ab und an aussteigen und ich sage mal im Sinne von Service Koffer und so einladen. Deswegen vermute ich, es existiert noch, wird aber nicht streng geahndet. Also nur wirklich, wenn man aus anderen Gründen das Fahrzeug wahrscheinlich verlässt. Ich vermute, die dürfen auch ab und an mal pingeln gehen, aber dann müssen sie höchstwahrscheinlich die öffentliche Straße vorher verlassen. Ehe sie das Fahrzeug verlassen, natürlich. Im Bundesstaat Connecticut der USA ist das Radfahren verboten, schneller als 65 Meilen pro Stunde, das sind umgerechnet 105 km/h, zu fahren. So, wer mir bitte ein Radrenner oder Radfahrer, mir vollkommen egal, zeigte, der das schafft, ohne dass er oder sein Fahrzeug dabei in Stücke zerfetzt wird, weil da kommen ja auch einige Kräfte auf einen zu, den gebe ich gerne einen Cookie oder so aus, weil das dieses Gesetz, es kann unmöglich vollstreckt werden. Keins der Fahrzeuge kann so schnell werden. Man müsste schon eine Art Raketentrieb anbauen. Selbst dann wird es höchstwahrscheinlich nicht schneller werden, weil es mit 2 Rädern zu schwer wird auszugleichen. Es wird ab einer gewissen Geschwindigkeit sich zur Seite biegen und umfallen. Also, naja, gut. Lassen wir es. Es existiert. Warum auch immer. In Hartford, im Bundesstaat Connecticut der USA, ist verboten, eine Straße im Handstand zu überqueren.
Gut, das kann man wieder verstehen eigentlich. Das ist natürlich etwas unsicher. Warum ist es skurril? Ja, überlegt mal, ne? Es gibt extra ein Gesetz dafür. Das heißt, jemand hat das wohl gemacht und wahrscheinlich auch nicht nur einmal. Und meist ist es ja in den USA so, wenn ein Gesetz wird dann verabschiedet, wenn einer zahlen muss, der nicht zahlen will. Das heißt, wahrscheinlich ist es tatsächlich mal einer mit Handstand über eine Straße, wurde angefahren, irgendwer wurde zur Rechnung dafür gezogen und dann hat man gesagt, ja okay, dann verbietet man das, dann können wir nicht mehr verklagt werden. Punkt. In Sambia ist Oralsex strafbar und wird mit bis zu 6 Jahren Haft mit Zwangsarbeit geahndet. Und, das habe ich mir schon versucht nachzuschlagen, das gilt wohl heute noch. Ist natürlich die Frage, wie streng ist das in dem Sinne? Fällt es auf, wenn man es in einem Hotelzimmer macht? Darf man es in seinem eigenen Haus machen? Klar, in der Öffentlichkeit muss man nicht darüber diskutieren, denke ich. Aber ich glaube, wenn man das in seinen eigenen vier Wänden macht, fällt es auch nicht auf. Aber an sich, ja, gibt es da wie gesagt eine sehr, sehr harte Strafe für. In Detroit, im Bundesstaat Michigan der USA, ist Sex im Auto außerhalb des eigenen Grundstücks verboten. Okay, also merken, nur auf dem eigenen Grundstück, danach ist alles okay. Und last but not least, im Bundesstaat North Carolina der USA ist es unverheirateten Paaren verboten, eine gemeinsame Wohnung zu beziehen oder Geschlechtsverkehr zu haben. Da sieht man auch die altchristliche Prägung, dass ja quasi die Hochzeit, das Ehegelübde quasi einen hohen Wert hat und ja vorher darf kein Geschlechtsverkehr vollzogen werden und eine gemeinsame Wohnung verleitet dazu und daher wurde das quasi gleich mitverboten. Ja, damit sind wir am Ende der diesigen Vorlesung angelangt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt, über diese verrückten Dinge etwas schmunzeln können. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, habt viel Spaß, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Und bis dahin, tschüss!